backe heute aus einem Teig Brioche-Brötchen für die Erwachsenen und Tiere für die Kinder. Die Hefetierchen sind so süß, da hat jeder Lust mit zu formen und zu dekorieren. Für meinen Hefeteig löse ich als erstes die Hefe in der Milch auf. Dafür nehme ich jetzt das Gefäß und zerbröckel die Hefe hier rein. Jetzt gieße ich etwas von der lauwarmen Milch dazu. Ganz wichtig ist, dass die Milch lauwarm ist, sonst werden die Hefebakterien zerstört. Und als nächstes fülle ich jetzt mein Mehl in die große Schüssel. Und zwar habe ich hier Dinkelvollkornmehl und helles Dinkelmehl Typ 630. Das mische ich jetzt zusammen mit dem Rohrzucker. Und in die Mitte forme ich eine Kuhle und da hinein gieße ich jetzt die Hefemilch. Die Mischung decke ich jetzt mit einem Handtuch ab und lasse sie 15 Minuten gehen. Da hat sich schon was getan. Hier dazu kommen jetzt noch Eigelbe, eine Prise Salz und weiche Butter. So, und jetzt darf auch schon geknetet werden. Das dürfen auch gerne die Kinder übernehmen. Ganz wichtig ist immer, eine freie Hand an der Schüssel festhalten und mit der anderen Hand kneten. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel noch etwas vergessen habe oder ich möchte noch etwas Mehl dazu tun, dann kann ich das mit der anderen sauberen Hand machen. In der Mitte anfangen und dann immer ein bisschen Mehl dazu nehmen. Der Teig riecht so gut, durch das Dinkelvollkornmehl bekommt er eine ganz leicht nussige Note. So, der Teig ist fertig. Den Teig decke ich jetzt mit einem Handtuch ab und lasse ihn für 2 Stunden an einem warmen Ort aufgehen. Der Teig sollte jetzt aufgegangen sein. Ich schaue jetzt mal. Oh ja, der sieht gut aus. Den knete ich jetzt einmal noch durch. So, wunderbar. Jetzt teile ich den Teig in 2 Teile. Die eine Hälfte verwende ich für die Brioche-Brötchen und die andere für die Hefetierchen. Und damit beginne ich jetzt. Den Teig forme ich zu einer groben Schlange. Und jetzt teile ich das in 8 gleiche Teile. Der erste Teigling wird eine Maus. Dafür forme ich jetzt diesen Teigling als erstes zu einem runden Brötchen und ziehe immer etwas von dem Teig nach unten. So wird er schön gleichmäßig. Und dann forme ich an der einen Seite eine Spitze, das wird mein Kopf, und schneide 2 Öhrchen. Und jetzt bekommt die Maus noch 2 Augen aus Rosinen. Und sie braucht natürlich auch noch einen Schwanz. Ist die nicht süß? Und jetzt forme ich einen Igel. Der Igel bekommt auch einen Kopf, Spitze, 2 Augen aus Rosinen und ganz viele Stacheln aus Mandelblättchen. Und das Schöne ist, die Stacheln sind ganz natürlich und schmecken richtig köstlich. So, sehr schön. Und jetzt zeige ich noch eine Schnecke. Und zwar forme ich da einfach so eine Schlange. Die drücke ich ein wenig flach. Und dann bestreiche ich 2 Drittel mit Eiweiß. So. Das wird das Schneckenhäuschen, gefüllt mit Zimt und Zucker. Und jetzt wird es einfach von hinten aufgerollt. Und für den Kopf klappe ich das restliche Teigende einfach einmal um. Und dann bekommt sie noch 2 Augen aus Rosinen. Fertig. So. Nun forme ich aus der anderen Teighälfte die Brioche-Brötchen. Einmal in der Hälfte durch. Nochmal. So. Und die einzelnen Teiglinge forme ich jetzt zu kleinen Brötchen. Den Teigling setze ich jetzt einfach so hier in die Brioche-Form. Die habe ich vorher schon vorgefettet. Und die typischen Brioche-Brötchen bekommen obendrauf noch eine kleine Kugel. Dafür nehme ich jetzt den letzten Teigling und schneide ihn in 6 gleiche Teile. Und daraus forme ich jetzt kleine Kügelchen. Und die setze ich dann hier oben drauf. Die Teilchen habe ich jetzt noch mal 15 Minuten gehen lassen und jetzt streiche ich sie noch mit Eiweiß ein, dann bekommen sie einen schönen Glanz. Fertig. Jetzt kommen sie für 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Wenn man unten eine feuerfeste Form mit Wasser stellt, werden sie besonders knusprig. Mmh, toll. Oh, die sind so toll geworden. Jetzt bestäube ich sie noch mit Puderzucker. Köstlich.